Sporthallen als Flüchtlingsnotunterkünfte, ein Reizthema. Vor allem in den sozialen Netzwerken schlagen die Wellen hoch. Politiker nehmen in Kauf, dass unsere Kinder benachteiligt werden. Man sagt ja immer, das Boot ist voll, aber hier in Deutschland sind mittlerweile die Turnhallen voll. Rücksichtslosigkeit gegenüber eigener Bevölkerung kennt kein Maß mehr. Wir haben uns die Situation in Berlin angesehen, die Zahlen. In der Hauptstadt gibt es rund 1050 Sporthallen. Davon werden nach Behördenangaben derzeit 45 als Flüchtlingsunterkünfte genutzt. Eine Quote von nur 4,3% also. Ungefähr genauso viele sind übrigens gerade wegen Baufälligkeit gesperrt. Erstes Beispiel, eine beschlagnahmte Sporthalle in Berlin-Karow. Rund 200 Flüchtlinge sind hier Ende November eingezogen, vor allem Syrer und Afghanen. Mindestens bis zum Frühjahr sollen sie in der Halle bleiben. Vorher haben hier die Karower Dachse trainiert. Seit der Beschlagnahmung muss der 1600 Mitgliederverein improvisieren. Unter anderem hat er einen ehemaligen Drogeriemarkt angemietet. Statt in einer Halle trainieren die Dachse nun an 10 mehr oder weniger geeigneten Orten. Während sich Vorstand und viele Mitglieder mit den Flüchtlingen solidarisch erklären, gibt es noch am Abend der Räumung vor der Halle eine Demonstration. Die NPD rückte auf, also mit mehreren Personen, die einen Banner vor den Tor spannten. Und wir wurden massiv beschimpft, muss man schon so sagen, wieso wir die Halle verlassen, dass wir im Endeffekt der Beschlagnahme Vorschub leisten, indem wir so verhältnismäßig friedlich gehen. Der Verein bleibt bei seiner Pro-Flüchtlingshaltung, distanziert sich auf Facebook von der rechten Stimmungsmache. Diese Leute handeln nicht in unserem Namen, nicht in unserem Auftrag und auch nicht mit unserer Unterstützung. Der Verlust der Halle trifft die Dachse empfindlich, organisatorisch und auch finanziell. Rund 150 Austritte allein in der ersten Woche, mit weiteren ist zu rechnen. Sportarten fallen aus, zum Beispiel Rhönrad, Tischtennis, Trampolin. Lagerungskosten für unbenutzte Geräte, Miete für Übergangslösungen. Allein für die Drogerie fallen 2000 Euro pro Monat an. Uns wurde die Existenzgrundlage entzogen und das auch unbedarft, obwohl andere Möglichkeiten vorhanden sind. Betroffen macht mich eigentlich, dass die Arbeit der Sportvereine sehr unterschätzt wird. Warum werden überhaupt Sporthallen beschlagnahmt? Aus Behördensicht haben sie, abgesehen davon, dass sie viel Platz bieten, vor allem drei Vorteile. Sanitäranlagen sind vorhanden. Brandschutz ist geklärt. Sie sind schnell verfügbar. Besonders betroffen sind Sportarten, die im Winter nicht nach draußen ausweichen können. Beispiel 2, der Berliner Hockeyclub. Gleich zwei Trainingshallen des Vereins wurden zu Notunterkünften umfunktioniert. Der Trainings- und Spielbetrieb läuft zwar bisher weiter, aber Trainingsgruppen müssen zusammengelegt werden. Pass rüber, mal ein Schiebepass, mal ein. In der Ausweichhalle wird es eng. Los geht's. Dann macht man in der einen Ecke mit den Athletik, so wie das jetzt hier gerade stattfindet. Dann ist noch die Schulklasse vorher drin und die nächste Gruppe, die wartet da oben schon. Also man muss das alles irgendwie versuchen, parallel unter einen Hut zu bringen. Im Moment ist es noch gerade so auf der Kippe. Die Vereine rücken zusammen, teilen sich Hallenstunden und bieten auch Sport für Flüchtlinge an. Die Leute sehen die Notwendigkeit, den Menschen zu helfen. Es ist sehr positiv bisher aufgenommen worden, wie engagiert wir mit den anderen Vereinen gemeinsam versuchen und auch mit der Unterstützung des Sportamts, die wirklich alles versuchen, um den Trainingsbetrieb auch nur annähernd aufrechtzuerhalten. Das Fazit. Für die gezeigten Sportvereine sind Hallenbeschlagnahmungen tatsächlich ein Problem, organisatorisch und finanziell. Die Vereine müssen improvisieren, um ihren Sport weiter ausführen zu können. Sie helfen sich untereinander, unterstützen aber auch weiterhin die Flüchtlinge. Stimmungsmache von rechts und Hetze in den sozialen Medien finden in den von uns besuchten Sportvereinen keinen Resonanzboden.